Damit herzlich willkommen zurück zu Part Nummer 47. Letzter Part, absoluter Witz. Wieder mal 3D-Spiel in der Nutshell. Keine Ahnung. Es ist einfach nur frustrierend. Ich weiß, ihr werdet wieder schreiben, dass ich überreagiere und bla bla bla. Hol doch nicht so. Ist doch vollkommen normal. Juve ist eine gute Mannschaft. Deine ist voll scheiße. Aber nee, ganz ehrlich, nee, wir haben die am Anfang sowas von dominiert, zur Halbzeit recht ausgeglichen, Juve macht das eine glückliche Tor, bis dahin habe ich gar nichts gesagt, ja. Aber das 2-0, 3-0, vorher die gelb-rote Karte, dann das Bernardo Silva nicht direkt, das ist einfach nachher nur noch komische Entscheidungen, das ist einfach lächerlich. Und so macht das keinen Spaß, ganz ehrlich, ich kann verlieren und ich verliere auch gerne, ja, daraus kann man nämlich am meisten lernen, aber wenn, dann muss das ordentlich ablaufen und nicht immer in Verarschung. Jetzt geht der Vorstandsvertrauen, das geht jetzt um 20 Punkte nach unten. Einfach nur lächerlich, ohne Scheiß. Neapel gewinnt gegen Sampdoria Genua mit 1-0. Florenz gewinnt gegen Bologna 2-0. Milan, Atalanta, Bergamo 1-1. Genua, Udine 1-1. Cagliari Calcio 3-1 gegen Empoli. AS Rom im Derby gegen Lazio 3-0. Perugia Calcio verliert 2-3 gegen den FC Turin. Delfino Peschiera gewinnt 3-2 gegen Benevente Calcio und Spal Ferreira 1-1 gegen Chievo. In der Hälfte des Tages Higuain und André Silva, Nainggolan, Baselli, Biglia, Valdifiori, Fazio, Musacchio, Vitor Hugo und Letizia sowie Szczęsny natürlich der Spiel des Lebens gemacht hat. Einfach nur ein Witz. Wir hätten, keine Ahnung, in der ersten Halbzeit locker 3-1 führen können, aber Szczęsny hat wie gesagt alles gehalten und Higuain trifft. Bis dahin, wie gesagt, sage ich nichts. Es ist vollkommen okay. Das kann halt so mal passieren, ja, dass ein Torwart über sich hinauswächst, aber es ist immer gegen uns und dann in der zweiten Halbzeit wieder, dass da gar nichts läuft und die Spieler ganz, ganz seltsame Entscheidungen treffen. Zweimal verhindern eigene Spieler, indem sie in den Ball sprinten, ein Tor und verursachen so ein Abseits. Also wir hätten ja durchaus noch Tore machen können und das ist ja das Lächerliche einfach. Ja, alle Spieler spielberechtigt, aber Hüsey, Zielinski und Kurt Zuma dürfen nicht spielen. Verstehe ich zwar nicht, ist gut, dass andere Spielpraxis sammeln können, aber trotzdem, dann sag mir nicht, dass alle spielberechtigt sind, weißt du? So ein bisschen Spielpraxis für die anderen sammeln. Dass wir da ein bisschen durchrotieren und Frische behalten. Wobei das, glaube ich, nicht das arge Problem ist, aber ich wechsle trotzdem. Mann, Mann, Mann. Nee, ich sag zu den 3D-Spielen einfach gar nichts mehr. Es ist frustrierend, ohne Scheiß. Wow, auch noch fast gestorben. Nice. Schluck auf und aufstoßen zur gleichen Zeit. Ist einfach ein scheiß Kombi. Das wird auch noch ein bisschen bleiben. Hab grad so ein bisschen Angst zu sprechen.
So, Keeper ist auch nicht gut in Form. Dann nehmen wir Scoffé gerade noch mit rein. Dann machen wir die Komplettrotation quasi. Oh, was ist denn das? Freenoy erreicht Trainingsziel. Der kriegt er jetzt auch ein bisschen Spielpraxis. Sollte da also in den Werten noch ein bisschen schneller wachsen. So, wie gesagt, da wissen wir... Mann! Da wissen wir auch, wie gut der werden kann. So. Würde ich sagen, gehen wir ohne lang zu überlegen rein in das Spiel. Berisha. So, Zielinski hat eh keine Spielberechtigung mehr. Deswegen bleibt Radio in der Elf. Ich verstehe das. So, dann wollen wir mal jeden Zentimeter umgraben. Wir brauchen heute gern wieder ein positives Ereignis vor dem krassen Milan-Spiel, aber wir liegen erstmal 0-1 hinten. Viele gelbe Karten, jetzt kommen die ersten Chancen für uns. Wir haben natürlich ordentlich durchrotiert, ja, keine Frage. Aber wir sollten trotzdem noch gewinnen, bin ich der Meinung. Die haben sich natürlich auch gut verstärkt, ja, will ich nicht abstreiten. Ich dachte nämlich gerade, wir spielen gegen Red Bull Salzburg, so vom Gegnerpotenzial her, aber... Ja, Davy Selke konnte überhaupt nicht auf sich aufmerksam machen, Gimenez leider auch nicht. Und Dalbert kommt nochmal rein und Klostermann geht in die Innenverteidigung. In der Hoffnung, dass Schick vorne ein bisschen mehr macht, außer nur gelb abholen. Komm schon, wenigstens unentschieden noch irgendwie. Ne, nicht zwei Niederlagen hintereinander. Nice. Noten auch schlecht ohne Ende. Also nichts, das mir irgendwie hier Hoffnung macht. Ja, nice, ey. Macht richtig Bock, das Let's Play. Innerhalb von zwei Folgen alles zerstört, was wir uns vorher aufgebaut haben. Nice. Oh Mann, ey. Wahrscheinlich kriegen wir... Alter. Wahrscheinlich kriegen wir gleich von Milan auch noch ordentlich auf die Fresse im 3D-Spiel. Könnte ich mir gut vorstellen, damit die KI mir ordentlich eins auswischen will. Niederlagen sind vollkommen okay. Ja, sowas wie in der Europa League gerade nehme ich ja auch hin. Das merkt man. Ja, ich bin nur angefressen von dem Juve-Spiel. Wir haben rotiert, das ist normal, dass es dann nicht läuft. Ja, obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass da ein Unentschieden vielleicht noch okay wäre. Und jetzt schraubt der Vorstand so langsam an uns. Der hat Mann, was ist denn das nur? Kann das mal weggehen? Krieg gleich Black hier. Max Meyer kommt dahin, Emre Can dahin, Bernardo Silva ist eigentlich eher links außen, aber da Dybala kein rechts außen kann oder da nicht ganz so stark ist und auch einen starken linken Fuß hat, geht er dorthin. Patrick Schick für Selke, wird aber verdrängt von Icardi. Skriniar 77, Keeper 78, kommt wieder in die Partie. Kurzuma 77. 78. So. Haben wir jetzt alles wieder rückgängig gemacht? Ja, ne? Ja. Das sieht so gut aus. So gut es halt aussehen kann. So, die meisten Ligaspiele waren schon, deswegen ging das bei uns auch noch mal ein bisschen auf Platz 7 zurück. Können wir uns aber gleich wiederholen. Müssen halt dafür nur gewinnen. Ah Mann, Tage, an denen sowas keinen Spaß macht. Wir schauen, wie gesagt, auch noch mal, was unsere Leihspieler machen, hatte ich ja versprochen. 11 Spiele von Heusten, sogar mit Note, also der wird sich entwickeln, aber belgische Liga war klar, dass wir die haben. Und Colidio hat mittlerweile auch eine Spielernote, also simulieren wir auch die Schweizer Liga.
8 Spiele, ein Tor. Wird schwierig, den dann zu halten, aber der ist 18. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir damit noch verlängern können. Arne Meyer, 7 Spiele, 3 Tore. Der ist solide unterwegs. Ben Woodburn, 6 Spiele, ein Tor. Ist auch gut unterwegs. Liverani, 6 Spiele, gut unterwegs. Pinamonti, 5 Spiele, 3 Tore. Sehr gut unterwegs. Kupi, 5 Spiele. Ist auch in Ordnung. Kempf, 4 Einsätze für Chievo ohne Note. Wird er auf den Verkauf hinauslaufen, genauso wie bei Buffonge, denn wir haben Toro Nariga in der Hinterhand, der besser bei Atalanta zurechtkommt und deswegen wird Kempf und Buffonge nicht mehr benötigt und Borriello zwar auch ein Jugendspieler aus der eigenen Jugend, aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da dann den Verkauf ziehen, denn wir bekommen ja auch noch ein paar Jugendspieler nach. So, er kann das Flanken angeblich nicht, dann wird er halt robuster. Fortuna. Ja, ihr müsst auch mal gut trainieren, ey. Ich kann euch nicht alles in den Arsch schieben, Leute. Zeigt mir mal, dass ihr spielen wollt. Was ist denn los mit euch Lappen, ey? Mann, ey. Kaum einer trainiert gut. Unfassbar. Außer natürlich der, der nicht spielen kann, wegen der Gelb-Rot-Sperre, die absolut für mich immer noch indiskutabel war. Weißt du, also worüber man reden kann, nicht indiskutabel. 2 Fouls und direkt beide Male gelb und vor allem das zweite Foul ist lächerlich. Da war Ball gespielt und ein paar Minuten später grätscht einer von meinen Jungs den Gegner von Juve von hinten um. Das definitiv gelb ist und gibt gar nichts, also muss man nicht verstehen. Der hat scheinbar ein paar disziplinarische Probleme, der Keeper. Das ist natürlich nicht so fein. Degano hat Streit. Christensen stärker. Kaum hat der ein Spielerbild, kriegt der Streit. Gibt's doch gar nicht. Na, der sollte schon robust sein, genau. So, Krusty Bellamy kriegt einen neuen Mentor. Dann nehmen wir Hüssey. Ne, wobei Hüssey brauchen wir später. Und da kommt Lorente hin. Warum kann der kein Linksverteidiger? Der Hüsse ist doch eigentlich auch gelernter Linksverteidiger. Ich verstehe es nicht. Deswegen haben wir den doch eigentlich geholt. Ne? Es ist manchmal hier... Naja, unsere Aufstellung steht für das angehende Spiel gegen den AC Milan. Könnten überlegen, Max Meyer da wieder reinzuziehen, damit wir nicht zu viele gleiche Spielertypen dabei haben. Und ansonsten passt die Aufstellung. Gegen Milan können wir vielleicht überlegen, hier eine zusätzliche Siegprämie auszurufen. Vielleicht motiviert das die Spieler, keine Ahnung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich nicht die beste Stimmung verbreitet habe, aber ich hoffe zumindest, dass man das so einigermaßen nachvollziehen kann, warum es mich aufregt, die Niederlage gegen Juve. Zu dem Rapid-Spiel sage ich gar nichts, da habe ich rotiert, das nehme ich gerne auf meine Kappe, aber das Juve-Spiel ist das, was mich ärgert, dass das einfach vorprogrammiert war mit der Niederlage, weil dann alles gegen dich läuft. Aber naja, das muss man halt so hinnehmen, so ist das Spiel und... Eigentlich bin ich ja selber schuld, ich hätte schon längst einen neuen Gameplay-Patch installieren können, aber mir hat halt die Zeit gefehlt, das zu testen und ich will nicht einfach so irgendeinen raushauen und dann läuft es noch schlechter und ich reg mich noch mehr auf. Ist auch nicht Sinn der Sache.
Ich hoffe trotzdem, wie gesagt, dass ihr Spaß hattet. Wenn ja, Daumen nach oben. Ansonsten gerne auch Kommentare schreiben, wenn ihr Anregungen, Wünsche oder Kritik habt oder Jugendspiele übernehmen wollt, Transferideen habt. Alles hat dort Platz. Abo da lassen, um kein Video zu verpassen. Schaut in die Videobeschreibung, falls ihr das Spiel auch kaufen wollt. Sind dort Reflinks und außerdem sind dort Links zu meinen Social Media Seiten. Da ruhig überall mal followen, folgen, abonnieren. Twitter, Facebook, Instagram, damit ihr seht, was ich mache, wenn ich nicht gerade aufnehme. Gerade Instagram ist da sehr, sehr zu empfehlen. Bei Twitter schreibe ich nicht so viel. Eigentlich poste ich dort nur die Videos, genauso wie bei Facebook. Aber da verpasst ihr halt gar nichts mehr. Falls mal irgendwo die Abo-Box spinnt, kriegt ihr auf Twitter immer noch die Mitteilung, dass da ein neues Video nach oben kam. Ich bedanke mich auf jeden Fall und ja, wir sehen und hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Schaut auch auf meiner Homepage vorbei, healfuck.de/blog. Dort kommt das Video auch zu 100% und ihr verpasst dort wirklich gar nichts an Videos und News. Außerdem ist dort auch der Uploadplan einzusehen, falls ihr sehen wollt, wie weit ich im Voraus aufgenommen habe oder welche Projekte auf dem Games-Kanal laufen, kann ich euch nur den Uploadplan empfehlen, der ist auch in jeder Videobeschreibung verlinkt. Da ruhig gern mal vorbeischauen und zu guter Letzt sage ich nochmal Danke und klickt ruhig auf die Werbung auf der Homepage, wenn nicht spendet. Ihr könnt vieles tun, habe ich ja die letzten Parts immer erzählt und zu guter Letzt, ciao, ciao, bis zum nächsten Part.